hier haben wir einen Ansatz, den haben wir gestern Abend gemacht. Das ist ein flüssiger Ferment. Der hat schon ein schönes Aroma. Wenn ich den jetzt mal abstelle, sollte der auch ein bisschen Leben haben, wobei der schon ein bisschen über der Zeit ist. Aber man merkt schon, es blubbert ein bisschen. Es riecht sehr aromatisch. Und wir züchten hier unsere eigenen Hefen drin. Das ist ja der ganze Stolz vom Bäcker, ne? Der Betriebsbauer, der eigene. Also das hier ist letztendlich nur Mehl und Wasser. Wir haben ungefähr vor 6-7 Jahren das letzte Mal von außen Sauerteigkulturen dazugekauft. Mhm. Und seitdem vermehren wir die dreimal täglich, 7 Tage die Woche. Und wenn man sich den Sauerteig so anguckt und man ist geschult, dann weiß man schon, was ihm fehlt. Das heißt, ich würde ihm heute Nacht vielleicht 2 Grad weniger geben in der Stufe. Und vielleicht freut er sich auch über ein bisschen Kümmel. Das ist halt Handwerk, damit muss man umzugehen wissen. Für uns kein Problem, wir machen das jeden Tag, seit 20 Jahren. Wenn wir Teige haben, dann reifen die bei uns in den Kesseln. Hier sieht man, das ist ein sehr weicher Teig. Wird auch gleich noch weiter weicher werden. Ich vermute, das wird Dinkel-Vollkornbrot, so wie ich das sehe. Wenn wir Teige so führen, dann muss man einfach wissen, die haben eine gewisse Konsistenz. So wie hier sieht man das. 100% gequetschter Roggen. Es ist sehr weich. Es ist aber nicht nur weich, sondern es ist auch klebrig. Und diese Klebrigkeit, das möchten viele Bäcker nicht. Weil das läuft hinterher nicht mehr durch Maschinen. Das läuft nicht mehr über Bänder. Okay. Und das macht die Sache für andere Betriebe völlig uninteressant. Für uns ist es kein Problem. Wir sind das gewohnt, alles von Hand aufzuarbeiten. Frage war immer, was machen wir mit Schnittkanten? Was machen wir mit nicht verkauften Boden? Wir weichen die ein, machen unser pumpernige Cashewbrötchen daraus. Das ist ein Produkt, ich sage immer, das macht mir niemand nach, weil keiner auf die Idee käme, Pumpernickel zu backen, um es dann wieder in ein Brötchen reinzupacken. Wenn man daraus einen Teig macht, den kann man nicht einfach so verarbeiten, sondern da muss man wissen, wie. Ja? Wir haben das für uns rausgefunden, wir haben ein gutes Produkt, denke ich, das macht uns aus, das sind diese Kreativprodukte einfach. Da, wo andere Bäcker aufhören, da fangen wir eigentlich erst an.